Omega. Ja! Ich habe gerade 3 Zombies besiegt. 4 Aliens und 52 Mutanten. Ich bin der Beste. Willst du auch mal? Bull? Hi! Du kannst aufhören zu winken, Bull. Sie ist längst weg. Na schön, komm mit, Kumpel. Wir werden Lilly besuchen. Sie ist eine Expertin, was Herzensangelegenheiten angeht. Wir führen einen Test durch, um zu sehen, ob du wirklich verknallt bist. Also, Pit, du setzt dich da drüben hin. Und Bull, du dorthin. Okay, fangen wir an. Und Billy, du machst hier Platz. Ich spiele die Rolle von Paula, deiner Geliebten. Pit spielt die Rolle deines besten Freundes. Aber ich bin sein bester Freund. Bring mich bloß nicht durcheinander, Pit. Also, wo war ich? Ah, ja. Und Billy, du spielst die Rolle eines Wolfes mit Tollwut. Okay, Bull, stell dir vor, du kannst nur eine Person vor dem Wolf retten. Wen wirst du wählen? Deine Geliebte oder deinen besten Freund? Hi. Schnell, du musst dich entscheiden, schnell! Hervorragend! Du hast das Mädchen gewählt und somit den Test bestanden! Hey, ruf ihn zurück! Hör schon auf, Billy, das Spiel ist vorbei! Du hast nicht die Tollwut, dummer Hund! Helf mir doch! Hier sind ein paar Bücher mit Liebesgedichten aus dem 15. Jahrhundert. Sie sind einfach absolut sagenhaft. Vergiss es, Bull. Sie versucht nur, einen kleinen Märchenprinzen aus dir zu machen. Hör nicht auf ihn, Bull. Ich organisiere ein Treffen mit Paula. Vertrau mir, das wird schon klappen. Mein Bruder hat überhaupt keine Ahnung von der Liebe. Ich muss alles in die Hand nehmen. Mission Treffen der Verliebten Teil 1. Los geht's. Wir werden glauben, der andere habe eine Einladung geschickt. Brillant, lang lebe die Liebe! Hey, das ist Paulas Ranzen und das da ist Bulls. Lilly plant ein Treffen. Und was ist mit mir? An mich denkt nie jemand. Das bringt mich auf eine Idee. Um 5 Uhr auf dem Hügel im Turmpark. Unterschrift, ein Herz. Der ist von Paula. Er muss von ihr sein. Yippie! Was hat denn das in meinem Ranzen zu suchen? Ein Rendezvous auf einem Hügel? Das ist aber wahnsinnig uncool. Andererseits, wer weiß. Ich hab ein Rendezvous mit Omega. Omega, tralala. Der Trick ist zu gucken, ohne wirklich zu gucken und ihn dann beim Zurückgucken zu erwischen. Verstehst du, was ich meine? Und ich werde mich nicht beeilen. Lass einen Jungen ruhig warten, sage ich immer. Eine halbe Stunde wird reichen. Gut, eine halbe Stunde zu früh. Das müsste hinhauen. Jetzt warten wir schon eine Stunde. Vielleicht sind wir am falschen Ort. Was für ein Reinfall. Komm, Billy, wir machen uns vom Acker. Hallöchen, Puppe. Wollen wir eine Runde gehen? Also, du hast mir diesen Brief geschrieben und mit einem Herz unterzeichnet. Hör mal, das ist ja wirklich grotesk. Ich habe gar nichts geschrieben, das warst doch du. Das Rendezvous mit mir kannst du dir in die Haare schmieren. Ich gehe nicht mit Verlierern aus. Geh mal, was ich kann. Warte, wir können doch diesen Abend nicht vor die Hunde gehen lassen. Hä, Omega? Und ich war so sicher, dass Paula hier aufkreuzt. Was für ein Reinfall. Paula, wenn du mich doch nur mal bemerken würdest. Komm schon, Bull, reg dich ab. Sie ist ein Mädchen. Viel schlimmer wär's, wenn du, keine Ahnung, ein Videospiel verloren hättest. Ein Videospiel?
Videospiel kann man sich wieder kaufen. Hm. Aber Paula ist einzigartig. Hunde über mich, was habe ich getan? Und alles nur für diese eingebildete Omega. Ich muss wohl helfen. Lilly, halt, was soll das? Halt! Tut mir schrecklich leid, das war nicht ich, das war Billy. Das macht doch nichts, Bull. Hey, gehen wir Fußball spielen? Weißt du, ich, Ja, er meint ja, natürlich. Bull würde sich sogar sehr freuen, stimmt's, Bull? Ja, klasse! Du hast ja super gespielt, Bull, bravo. Bis später, Bull. Gegen die Liebe ist kein Kraut gewachsen.